Hallo Leute, ja, so wie es aussieht, ist die letzte Folge dann doch gespeichert worden und nichts Schlimmes passiert. Wir sind hier an einem Ressourcendepot, konnten da aber nichts umsetzen, weil wir nichts haben. Was jetzt mal wichtig wäre, ist gerade zu schauen, nee, da nicht. Obwohl, hier können wir gerade reingucken, ob wir was verkaufen können. Nee, ist nicht. Dann müssen wir in I rein und müssen gerade mal gucken, dass wir hier vielleicht noch was Besseres haben, oder? Weil das Schiff ist jetzt nicht das Stärkste hier, die Gurke. Da müssten wir ein bisschen mehr Power dran kriegen, ne? Wie sieht es hier im Subsystem aus? Okay, da ist nichts. Das bedeutet, man müsste jetzt schauen, dass man hier was baut, wenn es denn dann geht. Okay, da ist was dran, aber jetzt nicht so wirklich. Ist die Gurke denn ein Abräumer? Okay, müssen wir nochmal schauen. Ach so, ne, können wir auch hier sehen, ne? Ach, wenn sowieso egal. Haben wir denn hier mal was? Sind das 1114 tatsächlich? Nicht genutzt hat für Wörterschutzsystem, Schutzkontrollsystem. Okay, das geht nicht. Was brauchen wir denn hier? Ordentlich Rechenleistung zum Freischalten benötigt, ne? Hyperraumverstärker, geschützte Systeme haben wir hier. Warte mal, hier ist was Besseres vielleicht. Können wir das denn hier loslösen? Nee, da haben wir jetzt gerade, oder? Was sagt er hier? Es gibt eine Schiffswerft in diesem Sektor, du kannst hier fortschrittliche Blöcke bauen. Ich glaube, an der Schiffswerft können wir dann auch umbauen, ne? Da hinten ist der Anker, ich glaube, dies ist es. Fliegen wir doch mal da schnell hin. Weil dann können wir das andere losmachen. Ich zeige euch das Logo und dann gehen wir im Großbild. So, da sind wir auf dem Weg dahin. Das dahin müsste die Schiffswerft sein. Genau so ist es. Andocken müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt, aber wir müssen in der Reichweite sein, um dann etwas zu lösen und wieder neu zu formieren. Und da wir da ja gerade so ein anderes Geschützkontrollsystem haben, wollten wir das vielleicht nutzen, oder? Glück gehabt. Das war doch an der Schiffswerft, wo das geht, oder? Nee, wohl nur am Ausrüstungsdock. Das ist nicht schön. Gibt es den Ausrüstungsdock hier? Ja, gibt es. Das ist dann da irgendwo. Okay, ich glaube, die Richtung war jetzt nicht ganz so schlimm geflogen. Passt schon noch. Das würde bedeuten, wir müssten hier in der Nähe sein, ne? Da können wir dann wahrscheinlich das Geschützkontrollsystem austauschen. Ich meine, das muss da oben angezeigt werden, oder? Vertue ich mich da jetzt? Ja, da oben ist es jetzt. Stimmt doch, oder? Ja, stimmt. Hier können wir jetzt dauerhaft installierte Systeme. Da sind drei drinne. Ach, das sind alles Autogeschütztürmslots. Okay, und die haben wir wahrscheinlich alle gar nicht drinne, ne? Aber das Hightech-Handelssystem, das können wir mal hier entfernen und setzen das hier rein. Unbewaffnete Geschütztürme, defensive Geschütztürme, Autogeschütztürme, das ist auch kein tolles Ding. Was haben wir hier für eins? Autogeschütztürme-Slot 2, Autogeschütztürme-Slot plus 2. Dann kannst du auch gleich das andere, das hier fest installieren. Unbewaffnete Geschütze, das sind dann Dingens, Abbauer, ne? Auch nicht so doll. Was hatten wir jetzt rausgenommen? Das Handelssystem, okay.
Komm, bau es fest ein. Ist auf jeden Fall besser als das andere, weil handeln wollen wir mit dem Schiff ganz gewiss nicht bei den Slots. So, jetzt haben wir hier genug Slots für umwerfende Geschütztürme. Das bedeutet, hier ins Baumenü. Und dann mal schauen, was wir da als unbewaffnet haben. Kann man hier auch eigentlich unbewaffnet auswählen? Ich glaube nicht, ne? Materialtyp. Slottyp unbewaffnet. Reparaturleser. Das ist schon bewaffneter. Ein Erzerleger. Abwracker. Abwracker. Aufbereitender Buddler. Ausgräber. Eco-Energetisierer. Schon bewaffnet. Also die Teile, die ich da gekauft habe, die kannst du also auch in der Tonne treten. Im Prinzip für ein offensives Schiff. Nobel Duo Gravitron. Boah, ist das ein dicker Apparat. Geht da aber hin. Ich weiß aber nicht, was der macht. Das ist eine Defensivwaffe wahrscheinlich, ne? Geht der auch daneben? Ne, wohl nicht. Orgonit. Habe ich hier nicht, ne? Gut, dann müssen wir da erst vielleicht eine Plattform für bauen, Orgonit. Frachtraum ist ja auch nicht verkehrt weiterzumachen, oder? Okay, das müssen wir aber größer machen. Hängen wir den noch mal so da drunter, oder? Aber der mag trotzdem noch nicht dran gehen. Keine Ahnung warum. Das Tourette ist nicht vollständig auf einen Block. Das heißt, dieses Ding da ist zu klein. Entfernen wir das mal und machen den Frachtraum nochmal, aber in einer anderen Form dann. Jetzt probieren wir das nochmal. Aha, geht doch. Ich weiß nur nicht, ob der sich bewegt. Aber wenn, ist auch nicht schlimm. Ich glaube, die hatten wir hier alle schon, oder? Aber er sagt mir ja immer noch, dass das schwach ist. Typ. DPS ist der. So, da war auch schon eine Waffe. Nicht genug Slots für Bewaffnete. Lass mal gerade schauen, was wir drauf haben an Bewaffneten, ne? Kanonierer. Exotisch, Tech 24, DPS 101, 477. Das andere wäre natürlich mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, wo sehe ich denn jetzt hier, wie viele Slots, Slottyp bewaffnet steht da nur. Wahrscheinlich ist das dann nur eins, ne? Da muss ich auch noch rausfinden, welches das ist. Feuerstoß, Pulsgeschütz, Turm und PP, NP. Nee, das war jetzt verkehrt. Das wollte ich nicht so machen. Ich wollte jetzt keine Waffe haben. Orgonit-Geschützturmbasis. Ach so, da sind noch drei kleine dran.
Top Flak. Distanz Duo Flak. Das ist, glaube ich, das Bewaffnete. Das entfernen wir mal gerade. Das ist nicht das Bewaffnete. Und das ist das zweite Bewaffnete. Entfernen wir auch einmal. Und dann versuchen wir mal, das dahin zu bauen. Geht aber nicht. Schade. Das hat 4 Slots, das geht dann auch nicht. Genau so ist es. Das hat nur 3 Slots. Aber das ist auch schon wieder schlechter, ne? Aber nochmal 3 Slots, das geht dann nicht mehr, ne? Das heißt, wir müssten jetzt einfinden mit einem Slot, glaube ich, noch. 2 Slots geht bestimmt auch nicht. Nein, 1 Slot geht nur noch. Aber weißt du was? Dann nehmen wir doch mal den hier nochmal weg. Vier Slots ging ja nicht, 3 Slots. Das war nämlich 649. Und ich denke, dass ich 2 Slots habe, 2x2 Slots habe mit einer höheren Effizienz dann. Der hat 500. 4 Slots. Der hat. Warte mal, da ist noch ein Slot frei jetzt, glaube ich. 3 Slots. Und geht der auch noch? Nee, das reicht schon. Okay. Vielleicht haben wir jetzt gar nichts geändert, kann auch sein. Aber wir haben diese dicken Dinger da drauf und ach, es ist tatsächlich weg. Gut, das bedeutet, dass wir jetzt hier einmal aus dem Baumenü gehen und uns hier der Geschichte annehmen, dass wir Kanoniere kriegen. Weil die fehlen ja jetzt gerade. Wo ist ein Dock? Da oben. So, Traktorstahl war an. Crew anheuern. Jetzt brauchen wir hier welche mit Schraubenschlüssel. 8 Leute. So, anheuern. Passt. Jetzt ist das Schiff überbevölkert. Ist klar, fängt auch schon eine Meuterei an. Hat auch gut geklappt. Jetzt brauchen wir noch Mechaniker waren das und das sind ja Ingenieure. Ah, das war jetzt nicht so gut. So, Bergleute brauchen wir noch 2. Die nehmen wir auf jeden Fall jetzt noch hier mit. Das sind Ingenieure. Keine Mechaniker. Anheuern. Haben wir hier einen Kapitän drauf? Ich glaube, den können wir anheuern. Nehmen wir einfach mit. So, jetzt müssen wir nochmal nach Personal gucken. Wir haben nur 13 Leute hier. Wo fehlen uns jetzt die Prozente? Wo sehe ich das? Hier? Ne, da. Jetzt haben wir 100 und die entlasse ich auch wieder tatsächlich, weil das bringt mir nichts. Weil das bringt mir nichts. Okay, die Dinge sind wohl jetzt hier automatisch die Chefs. Hier ist ein Händler drauf. Mhm. Deswegen das Handelssystem. Aber der hat es nicht so wirklich gebracht hierfür, oder? So, jetzt müssen wir gerade nochmal ins Baumenü. Und jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir gerade noch ein bisschen. Was haben wir denn am meisten? No Knit, ne? Ja, dann nehmen wir das auch.
So, die Meuterei wird dann aufhören und das andere ist alles okay. Und jetzt hat das Schiff so wenigstens ein bisschen, ich sag schon, ja, Kampfkraft. Okay, das bedeutet, wir können hier rausgehen. Da sind jetzt schön in diesem Sektor. Und würde sagen, machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochladen. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.